Ja, servus und hallo, Daniel, wieder der Marti mit einem neuen Let's Play Football Manager 21, die World League. Die vierte Folge ist es mittlerweile und heute gibt es ein paar Veränderungen. Und zwar werde ich keine Hintergrundmusik spielen lassen. Das wurde in einem Forum angemerkt, wo ich das Video mal reingestellt habe, um ein bisschen Feedback einzuholen. Wurde gesagt, das stört, zumindest von ein paar Usern. Gut, das nehme ich so zur Kenntnis und nehme es dann auch raus. Das heißt, es gibt jetzt nur noch Hintergrundmusik im Stadion dann und eben den Torjubel. Und was ich auch machen werde, also der Wochenablauf zwischen den einzelnen Spielen, den werde ich auch verkürzen. Nur noch wirklich wichtige Sachen werde ich da erwähnen und ansonsten die Spiele zeigen, also die Tore in den Spielen zeigen. Das hat den Hintergrund, dass es einfach schneller geht, so zum Simulieren, weil wir sehen ja auch, dass wir jetzt doch eigentlich relativ viele Spiele noch machen müssen. Es sind 38 reguläre Saisonspieltage und ich möchte eigentlich schon jeden Tag eine Folge veröffentlichen. Das macht es für mich auch ein bisschen leichter und ich denke mal, ob Spieler XY im Training super war oder nicht, das interessiert auch keinen. Also, gehen wir rein in den vierten Teil. Zwei Spiele sind's. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann wird angekündigt, dass es Neuwahlen beim MSV Duisburg gibt. Im November wird der Posten des Präsidenten also neu vergeben, beziehungsweise könnte Ingo Wald, unser aktueller Präsident, auch eine zweite Amtszeit bekommen. Bis jetzt ist mein Verhältnis zu ihm ja recht neutral. Dann der Scout-Bericht über unsere nächsten Gegner. Mirandes, CD Mirandes. Stärken Top-Torschütze Ricardo Schutte. Bester Stürmer der Division. 4 von 8 Torvorlagen in den letzten Spielen kamen aus der Tiefe des Raums. Schwächen beim Passen und beim Teamwork. Und dann ist es passiert, die nächste Verletzung. Dominik Schmidt, Knöchelbänderdehnung. Unser Innenverteidiger fällt 4 bis 5 Wochen aus. Vincent Vermeier auch noch angeschlagen, wird allerdings so in 6 Tagen bis 2 Wochen wieder dabei sein. Gleiche Verletzung. Ja. Ist irgendwie blöde. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir im Training was falsch machen. Hier nochmal der Vorbericht zum Spiel gegen Mirandes. Mirandes ist der 9. in der Division 8. Wir sind 8. Also könnte spannend werden, dieses Spiel. Der Sieger, ja, ist oben mit dabei. Allerdings sind wir Außenseiter. 240 zu 263. Dann die Taktik. Und was euch vielleicht auffällt, ist, ich habe wieder ein paar Gesichter ins Spiel integriert. Nicht viele, aber ein paar sind's. Sauer, Pepic, Doppelkamp und Engin hier mit einem Bild drin. Ja, was ändern wir? In der Innenverteidigung Kamavuka rückt nach hinten für den verletzten Schmidt. Das ist zwar eine Schwächung unseres defensiven Mittelfelds, denn Kamavuka war ja im letzten Spiel unser Spieler des Spiels. Dafür bleibt Jansen im Team. Pepic kehrt wieder zurück von seiner Länderspielreise. Und auf der linken Bahn bleibt Mikkels im Team. Also das heißt, es ist eigentlich nur eine Änderung in der Innenverteidigung. Da geht Kamavuka rein und Pepic neu im Team. Hier die Vorschau auf diesen 5. Spieltag. Montanez also könnte spielen, zumindest 45 Minuten. Bei Vincent Vermeij klappt es leider noch nicht. Dann hier nochmal der Spielberichtsbogen und auch die Social Media Reaktionen. Das sieht ganz ordentlich aus, was unsere Fans davon halten. Dann die 23. Minute, Karweiner, Engin, abgeblockt, Mikkels. Das ist es, das 1 zu 0. 46. Minute. Oh, Mikkels. Sauer auf Mikkels, das 2 zu 0. 69. Minute, Mikkels. Montanez macht es. Dann der nächste Angriff. Schütte. Das 3 zu 1. 85. Minute. Doppelkamp, aber kann sie nicht durchsetzen. Der Ball kommt in den Strafraum. Carlos Julio 3 zu 2. Oh, oh. Aber wir haben es über die Zeit gebracht. 3 zu 2 Sieg gegen Mirandes. Wir sehen hier unser XG-Wert bei 1,77.
Am Ende wurde es nochmal knapp, wieder einige gelbe Karten, trotzdem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. 3 Punkte sind 3 Punkte. Dann der Überblick des 5. Spieltages, das heißt jetzt eigentlich des teilweise schon 6. Spieltages. Einige haben ja schon mehr Spiele absolviert. Austin gegen Plovdiv 0 zu 4. Ajaccio gegen Opava 4-1. San Martin gegen Maribor 1-1. Wir gewinnen 3-2 gegen Mirandés. Djurgården gegen Gangwon 1-0. Estoril gegen Amerika 0-1, Tischrein gegen Shabab Al-Ali 0-3 und Poltava schlägt Günther Matic-Ried 3-0. Damit sind wir jetzt Sechster. Das ist eine wirklich, wirklich gute Leistung. Ich glaube, das hatte keiner vor der Saison erwartet. Wir müssen jetzt allerdings gegen Djurgården spielen und die sind Zweiter, wie wir hier sehen. Dann stehen wir vor dem nächsten Spiel gegen Djurgården. Tabellenzweiter, 13 Punkte aus 6 Spielen. Haben nur einmal verloren gegen den FC Amerika. Die sind Fünfter, wir sind Sechster. Also ich sehe uns jetzt nicht als chancenlos. Wir müssen jetzt allerdings in der Mannschaft was ändern. Fehlen wird bei uns Schmidt. Dann haben wir noch zwei angeschlagene Spieler. Vincent Vermeij wird zumindest wieder auf der Bank sitzen. Und Maximilian Sauer lasse ich jetzt mal spielen. Der musste ja im letzten Spiel auch raus. Ansonsten keine Veränderung in der Startformation. Übrigens hier eine neue Ansicht, die habe ich jetzt auch runtergeladen, nennt sich Workspace Match Starts Squad View FM21. Also ist natürlich ein Workshop von Steam. Was mir hier gefällt, ist, man sieht eigentlich wirklich alles in einem Überblick. In einem Überblick, mit einem Blick. Wir sehen, dass zum Beispiel von der Durchschnittswertung unser bester Mann Wilson Kamavuka ist. Er hat bisher 549 Spiele gemacht, ein Tor, zwei Assists von den Stammspielern. Es folgt Maximilian Jansen. Gehen wir mal hier hin, dann sieht man es besser mit 6,94. Vor dem zweiten Maximilian Sauer, Sig Sauer genannt, hat auch 6,91 als Schnitt. Folgt man dann 6,90. Dominik Schmidt auch eher 6,90. Fehlt aber ja. Vincent Vermeij 6,85. Von den Stammspielern hätte jetzt den schlechtesten Schnitt mit 6,74 von den Feldspielern Engin vom Torhüter Weinkauf. Weinkauf 6,68. Das ist natürlich bedingt optimal. Wir schauen jetzt mal bei den Torhütern nach. Weinkauf, also naja, der hat 3,5 Sterne, 6 Spiele, Punkte. Per Spiel 1,30. Dana, der hat ja nur einmal gespielt, 1,65. 6,60 zu 6,68. Passspiel von Dana von Weinkauf ist besser, 83%. Also 141 seiner Pässe sind angekommen. Nein, 141 hat er versucht und 83 hat er anbekommen. Dana hat 28 Mal es versucht und 71 sind angekommen. Gut, beim Torhüter natürlich, beim Rausspielen. Auch ein wichtiger Faktor. Fehler mit Torerfolge haben wir einen bisher bei ihm. Also beim Einkauf. Ich bin unschlüssig. Ich lasse Einkauf mal drinnen. Auch bei den anderen lassen wir es jetzt so. Das heißt, Brändig bleibt man auf der Tribüne. Genau, Karweiner stürmt weiterhin. So gehen wir es an. Hier der Überblick nochmal, die Verletzungen. Sauer kann spielen, Montoya kann spielen. Vermeij könnte 60 Minuten spielen. Den lasse ich aber draußen, der wird aber mit Sicherheit dann eingewechselt werden. Hier nochmal der Spielberichtsbogen. Djurgården also gegen uns in Djurgården. Hier also die Übersicht der taktischen Aufstellung von Djurgården. Auch in den letzten 5 Spielen haben sie dreimal verloren. Also sind durchaus zu schlagen. Hoffentlich lehne ich mich damit jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Dritte Minute dann. Einwurf Sika, Mikkels, Engin. Yeah! Tor. Das war wieder ein toller Beginn. 18. Minute dann. Unser Gegner im Angriff. Edwards. 1 zu 1. Edwards mit dem 1 zu 1. Dann Keck, nee, Kack, oder wie er heißt, wird hier von Kamavuka nicht richtig angegriffen.
kann nochmal in die Mitte passen und in der 23. Minute sind wir auf einmal 2:1 hinten. 49. Minute dann. Wieder einige Gelbe bei uns. Stoppelkamp, Jensen, ja, Pepic auf Engin und der macht seinen zweiten Treffer. Das 2:2. 63. Minute. Engin wieder überragend heute, setzt sich hier wieder durch, passt auf Sig Sauer und Stoppelkampf mit dem Kopfball. 3:2 für uns. Ist es das? Ist es nicht? 72. Minute, Elfmeter, Ulve Start macht es und damit haben wir einen Endstand von 3:3. Unser XG-Wert schwach, nur bei 1,07. Der Gegner 2,04, 5 Gelbe für uns, also ich bin eigentlich zufrieden mit dem Punktgewinn. Nach dem Spiel werfen wir noch einen Blick auf die Tabelle, 6. Platz jetzt für uns, das ist sehr gut, ich bin sehr zufrieden, wir sind an den Aufstiegsplätzen dran. Das war eigentlich gar nicht unser Ziel, wir wollten eigentlich nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben, haben jetzt aber eigentlich bisher nur von Ajaccio eine Klatsche am ersten Spieltag bekommen. Die Pokalspiele lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das macht Spaß und ich denke, auch gegen Charlton in 2 Tagen können wir gewinnen. So, das war jetzt der 4. Teil und dieser Teil hat mich ungefähr 7 Jahre meines Lebens gekostet, weil irgendwie nichts richtig funktioniert hat. Ich glaube, ich bin jetzt 3 Stunden am Schneiden gesessen. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, was nicht funktioniert hat. Zum einen war die Grafik einfach katastrophal. Ich hatte es zuerst als volles Spiel aufgezeichnet. Aber es war so abgehakt. Es liegt irgendwie an den Nvidia-Karten, Grafikkarten, wobei mein PC auch mit einem AMD-Motherboard ausgestattet ist. Ich hatte mal einen Intel-Chipsatz und der ist dann aber leider kaputt gegangen. Das heißt, Problem war jetzt schon mal das, dass mein Rechner das eigentlich nicht richtig herbringt, obwohl er in den Einstellungen eigentlich als angibt, dass ich die höchste Grafikdetails einstellen kann. Ich bin schon etwas müde, ihr merkt es an der Stimme. Wir haben jetzt auch schon 12:30. Also habe ich quasi das Ganze so geschnitten, habe dann das Spiel nochmal in der Zusammenfassung angeschaut. Ist auch schneller gegangen jetzt. Wir sind jetzt nur knapp über 11 Minuten. Ist vielleicht auch angenehmer. Dann musste ich noch diverses Zeug nachvertonen, weil es auch nicht geklappt hat. Und ja, es war kacke. Für 11 Minuten Video jetzt, glaube ich, mit Aufzeichnen, mit Schneiden 5 Stunden dran gesessen. Aber gut. Mir macht Spaß, das passt, das ist das Wichtigste. Und damit möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Servus und bye bye.